Willkommen zurück zur Let's Play Star Wars Battlefront 2. Letzten Part haben wir irgendwas gemacht. Es ist eine Weile her, seit ich das wieder aufgenommen habe. Ich weiß nicht, was wir letzten Part gemacht haben, aber wir haben was gemacht. Diesen Part machen wir Todesstern, Gefängnisausbruch. Militärische Gefangene auf unserem geheimen Kampfstation sind entkommen. Sie dürfen nicht fliehen. Ich hätte jetzt geschrieben, sie dürfen nicht entkommen. Das klingt irgendwie cooler. Also, diese Mission gibt es eigentlich, ist eigentlich eine entscheidende Schlacht. Das werdet ihr, glaube ich, in der nächsten Mission erfahren, warum das ja eine entscheidende Schlacht ist. Ist aber auch voll cool irgendwie. Erstmal, Gefängnisaufbruch. Einige Rebellen sind aus den Zellen auf den Todesstern der neuen imperialen Kampfstation gekommen. Was schlimmer ist, sie haben die technischen Daten des Todessterns gestohlen. Eliminieren sie die Gefangenen und sichern sie die Pläne, bevor sie die Station verlassen. Genau deswegen. Die haben die Pläne, und wie wir von dem Film wissen, sie entkommen ja mit den Plänen, diese Gefangene. Also das finde ich cool, dass man auch so irgendwie so einen Hintergrund da reingemacht hat. Wie die Rebellen die Pläne bekommen. Also der Beginn. Nach seiner Fertigstellung war der Todesstern das Lieblingsspielzeug des Imperators. Und für Sturmtruppen der langweiligste Posten in der Galaxis. Endlose Inspektionen, ermüdende Wachdienste vor Generatoren, die undurchdringliche Kraftfelder erzeugten. Es war so schlimm, dass wir bei einem Gefängnisausbruch im Zellentrakt beinahe froh waren, dass wieder auf uns geschossen wurde. Hätten wir nur gewusst, was für ein peinlicher Auftritt uns bevorstand, wir hätten den ganzen Gefängnisblock ins Weltall geschossen. So langweilig ist es. Wow. Okay, wie nehmen wir denn? Wird man. Wir nehmen mal Scharfschützen. Achtung, Hangar 84G, es hat sich ein Gefängnisaufstand ereignet. Ein Kontingent der 501. kommt von einer Außeninspektion hierher. Treffen Sie Ihr Team im Hangar und beenden Sie diesen Aufstand. Ja, die Rebellenstreitkräfte sammeln sich am Hangar 84G. Keiner darf entkommen. Verteidigen Sie den Hangar. Okay, von wo kommen die hin? Ich schmeiß mal das Ding einfach dahin und. Ich will die Rebellen da. Na, wieso? Wenn die Rebellen tot sind. Oh ja. Mann, ihr Vollidioten, läuft doch nicht in meine Schussbahn. Okay, jetzt kommt mehr. Kommt der, kommt der. Oh, zwei auf einmal, wie geil ist das denn? Ah. Oh. Mal, warte mal. Gibt's hier eigentlich sowas wie Autozielen? Das stört mich jetzt ein bisschen, dass sie nicht so gut treffen. Ja, machen wir mal Autozielen. Ja. Ist das jetzt aktiviert? Das stört mich ein bisschen. So, einmal da hin platzieren. Nein, ah. In Deckung! Okay, der ist tot. Der ist tot. Yes! Von wo kommen die denn bitte her? Nachladen, nachladen. Ah! Nein, ich wollte nicht ducken. Es war. An den Seiten! Oh Mann! So, einer weniger. Wechselt doch die Waffe! Mist, wie wechsle ich mal die Waffe? Ich hab's gerade vergessen. Ach nee, so. Oh, du Gott, das ist ja aber ziemlich knapp hier, was ich mache. Einmal hier das platzieren. Mein Leben. So. Okay. Hangar 84G gesichert. Der Aufruhr ging von Zellentrakt 2180 aus. Begeben Sie sich dorthin und sichern Sie ihn. Betten, ich muss da durch. Muss dort durch, wo die meisten sind.
Wen können wir nicht wirklich wieder die dunkle Truppe nehmen, weil den haben wir schon so oft gespielt. Wir nehmen mal den Techniker. Oh, warte, danke. Wir können den auch mal in Aktion sehen, den Techniker. Oh je. Irgendwas stimmt mit dem Ton ja irgendwie nicht. Der klingt ein bisschen komisch, aber okay. Ah, hi. Geh mal weg. Schieß. Hi. Hi, meine Freunde. Mann. Posten Sie ab. Oh. Oh, du Arsch. Ich würde. Was hat denn der Mörserwerfer? Ich habe keine Ahnung, was. Das ist doch dieses Granatendings. Yeah. Ich glaube, wir nehmen den hier. Schnellblaster. Ach nee, ein Schallblaster. Komm mal mit nach egal. Muss ich mitkommen. Ah. Ups. Da war, glaube ich, einer zu viel. Du kommst mal mit. So. Oh, von wo? Von wo? Wer ballert da? Wer ballert da? Was? Von wo? Ach, von da. Oh Gott. So. Autsch. Was ihr könnt, kann ich nicht. Konnte die Pläne dieser Kampfstation stehlen. Diese Pläne dürfen den Außenposten nicht verlassen. Erledigen Sie diesen Rebellen und bringen Sie die Pläne zu unseren Truppen zurück. Ach. Erwischen Sie den. Ach Gott. Nehmen wir jemand anderes. Jemand, den wir gut kennen, nämlich den Sturmtruppler. Der ist einfach hier so perfekt für diese engen. Für die engen Räume ist er hier, glaube ich, sehr perfekt. Ich meine, man kann hier so leicht sein. Ich meine, hier gibt es noch einen geheimen Weg. Irgendwo so ein Verbindungsstück. Dieser komische Abfallweg. Geh jetzt so weg. Ich glaube, ich gehe woanders entlang. Lauf! Lauf, Sturmtruppler! Lauf! Ah, ich dachte schon, der ist ein Gegner. Gar kein Problem für mich. Ha, haha. Gut gemacht. Die Pläne sind sichergestellt. Die Gefangenen haben den Waffenkontrollraum erobert. Sie dürfen die Hauptkanone nicht beschädigen. Muss ich da hinten durch? Wo ist denn das? Ich glaube, ich muss da quer durch. Denn ich komme da nicht den normalen Weg entlang. Wir nehmen mal wieder den hier. Der ist eigentlich schon ziemlich cool. Mit seinem Mörserwerfer. Okay, wir. Ist das hier überhaupt richtig? Wir müssen es hier einmal. Nee, wir gehen oben rum. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Okay. Lauf! Also ich würde jetzt vorschlagen, doch die Sturmtruppe, also die dunkle Truppe zu nehmen. Weil wir dann hier durch müssen. Durch dieses komische Gebiet hier. Aber man kann auch hier mit Springen weiterkommen. Aber hier ist es halt viel leichter durchzufliegen. Ansonsten stürzt man den großen Abgrund, wenn man daneben springt. Ja, komisch. Ich dachte gerade, da war es irgendwie so quietschen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich meine, man kann diese Brücke hier kaputt machen, indem man diesen Schalter zerstört. Oh! Wissen Sie den Rebellen? Ich will die Rebellen. Nimm das! So, nimm das! Los! Schieß! Mist! Oh, dieser Weg ist so behindert. Nehmen wir den hier. Ich glaube, da gibt's. Warte mal, wo ist dieser Abfallschacht? Der Gitter, genau. So, wo können wir denn hier hin, wenn wir da runter gehen? Wir müssten doch hier exakt hier hinten irgendwo rauskommen, ja. Wo ist der Eingang? Da hinten? Ah, nein. Ach, komm. Oh Mann, ey, ich verkacke gerade die Mission hier, weil ich so Blödsinn mache.
Oh, das ist super. Nein, ich renne noch in die falsche Richtung, ey. Das gibt's doch nicht. So. Na, hier geht's gar nicht weiter. So. Ein großes Stückchen abgekürzt. Jetzt müssen wir uns beeilen. Du mal vollkommen mit. Miau. Zack. So. So, einer weniger. Tschüss. Mann, nicht so lange nachladen. Gott sei Dank hat das so einen Kettenblitz. Deswegen. Oh, der Kettenblitz ist so genial bei dem. Oh Gott. Ganz schön nervige Typen. Der Waffenkontrollraum ist unser. Yes. Die Rebellen haben den Hangar 85G infiltriert und bereiten die Flucht mit einer Fähre vor. Erreichen Sie den Hangar und schalten Sie diese Fähre aus, bevor sie abheben kann. Okay, dann brauchen wir wohl. Brauchen wir so einen Raketentypen? Wenn das heißt, dass wir so ein Fahrzeug kaputt machen müssen, dann ist der doch am besten geeignet. Vor allem der hat doch Lenkraketen, falls ich zur Not noch extra Raketen brauche. Nein, mein Freund, warte! Ich will dich mitnehmen! Mann, ich sehe ihn nicht. Ihr seht wahrscheinlich mehr als ich. So, einer weniger. Ja, mein guter Freund ist tot. Kann ich so einen Sprung überleben? Ach, vergesst das. Wir müssen sie nicht bekämpfen. Wir wollen nicht unnötige Aufmerksamkeit mehr erregen. Sollten sie uns folgen, werden sie in die Luft fliegen. Okay, renn, 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 renn. So. Hast du bitte Leben? Nein. Du hast Leben. Danke. Oh Gott, ich weiß. Ach, hier ist. Wie lange ist das denn da? Okay, das ist einfach ganz leicht. Wir schießen das Ding von hier oben ab. Komm, komm. So. Hi. Das ist aber nicht so nett, was du da machst. Lad doch nach. Boah, ich hab dir die Lenkraketen. Okay, die Musik sind. Sollte die Musik so sein? Hi. Die Musik ist ein bisschen irritiert, die ist düde, 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 düde. So. Yes! Gut gemacht, Soldat. Niemand entkommt vom Todesstern. Truppen. Rebellenführer aus. Das ist ein Jedi im Tai-Hangar. Was? Er ist der Ursprung dieser Rebellion. Vernichten Sie ihn, los! Hier ist ein Jedi. Okay, den machen wir ganz leicht platt. Der Lenkrakete. Ach Gott, vergiss das. Ah! Was ist denn mit der Musik los? Die ist so komisch. Wir haben gemerkt, dunkle Truppe ist gegen Jedi sehr nützlich. Mann, wir haben so keine Truppen, ey. Ich darf nicht mehr sterben hier. Komm mal, du mit. Du und du mit. So. So, die Jedi werden wir schön von der Ferne abschießen müssen. Mann. So, wo ist der Jedi? Komm her. Oh nee, nicht jetzt nachladen. Mist. Ich wünschte, der würde es nicht machen. Vorsicht. Wir haben nur noch wenig Verstärkung. Ah, oh, Mann, dieser Penner da unten, ey. Ich wünschte, der würde dich abblocken. So. Oh Gott, da sind noch vier Vollidioten. Oh, ich darf jetzt kein einziges Mal sterben hier. Ich hoffe, die Rebellen spawnen nicht mal nach. Dann hätte ich ein bisschen leichteres Spiel. Hi. Hi. Nein! Nimmt eine Niederlage nicht hin. Ah, verdammt!
Ach, verdammte Scheiße. Gehst du weg? Mist, da sind doch noch 2-1. Oh, der kommt sogar zu uns. Ist er nicht nett? Gehst du weg? Stirb! Stirb! Verdammt! Yes! Der Rebellenanführer wurde getötet. Oh Gott! Unsere Verstärkung kann jetzt übernehmen. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Oh Gott! Gut gemacht. Lord Vader wird mit ihren Leistungen sehr zufrieden sein. Gehst du weg! Oh Gott! Wow! Das war jetzt geil. Oh Gott, ey, mit 2 Mann überlebt. Nach dem peinlichen Gefängnisausbruch versetzte Lord Vader uns und schleifte die 501. quer durch die Galaxis, um nach den jetzt fehlenden Plänen des Todessterns zu suchen. Ironischerweise war unsere Strafe unsere Rettung. Die armen Schweine, die an unserer Stelle im Inhaftierungsblock saßen, wurden alle ausgelöscht, als der Todesstern vernichtet wurde. Ja, das muss hart sein. Da hat die 501. nochmal Glück. 54 habe ich gekillt. Wow, das ist schon viel. Abnormal viel ist das. Und hier hat sogar einer minus 1 gekillt. Nee, Quatsch. Guck ihn nach. Wow, schon Wahnsinn, irgendwie. Mit 2 Mann und dass da noch ein Jedi rumlungert, der so viel Blödsinn macht. Der ist ja schlimmer, die Jedi sich, sie wehren immer alles ab. Aber okay, das wird wohl für diesen Part wohl genügen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ein Like oder einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns das nächste Part wieder bei Star Wars Battlefront 2. Bis dann. Oh nee, nicht bis dann, sondern Ade.